Herzlich willkommen zu unserem Harmony Talk. Heute darf ich Martin Schröder begrüßen. Er ist Masters-nahen Gesundheitslehrer und hat die Arbeitsgemeinschaft Lichtweg gegründet. Und heute ist auch Andreas bei unserem Talk dabei. Herzlich willkommen, ihr beide. Schön, dass ihr da seid. Hallo und herzlich willkommen euch und danke für die Einladung. Ja, danke für die Einladung. Ja, heute. Also wir hatten jetzt gerade so ein schönes Vorgespräch, das hätte man schon aufnehmen müssen. Du sagst, sobald es um Geld geht, hört die Freundschaft auf. Hast du gerade so als Inspiration in diese Runde gegeben? Und ja, und da es bei mir um Geld geht, um Fülle, um Wohlstand und ich trotzdem tiefe Freundschaften haben möchte, ist das wirklich das Thema, was wir uns mal anschauen dürfen, was wir beleuchten dürfen? Was hat das Geld für Macht, dass Menschen auf einmal gierig werden, seltsam werden, Angst bekommen, es zu verlieren? Was steckt dahinter? Was denkst du? Was ist Geld böse? Oh, das sind schon gleich eine ganze Reihe von Fragen. Nee, nein, Geld ist nicht an sich böse. Geld ist eine großartige Erfindung in der Menschheit und ist ein Transportmittel, ist ein Medium. Es ist im Grunde genommen die Möglichkeit, Materie nutzbar zu machen, ohne dass man die Materie selber ja, bewegen oder bearbeiten muss. Aber die Werte, die geschaffen werden mit Hilfe der eigenen Energien, mit Hilfe der eigenen Tätigkeit und Arbeit und der Gegenwert davon, der ist als Geld eine großartige Möglichkeit, nutzbar gemacht zu werden und auch transportierbar. Denn die Arbeit, die sonst Menschen ja verrichten, die ist ja immer nur ein kleiner, begrenzter Nutzungsmöglichkeit oder ein kleiner, begrenzter Nutzungsraum, der da gegeben ist. Ich vergleiche das jetzt mal so mit ganz einfacher Herkunft dieser Bedeutungen. Wenn früher Leute eben landwirtschaftlich tätig waren und haben Tomaten gezüchtet, dann waren die Tomaten in der Erntezeit mal für 4 bis 6 oder 8 Wochen nutzbar und im Rest des Jahres gab es keine. Ja. So, das heißt, da hatte man viel Mühe und Arbeit reingesteckt und dann konnte man die Tomaten weitergeben, wenn eine Nachfrage da war. Wenn also zu der Zeit nicht zufällig 100 andere Tomaten Erzeuger genauso auf den Markt drängten. Naja, so viel mal ein bisschen dazu. Und die Erfindung des Geldes, das liegt jetzt mittlerweile rund 5000 Jahre zurück. Da haben also eigentlich relativ intelligente Leute haben dann so eine Möglichkeit geschaffen, Werte nutzbar zu machen, auch über den Zeitpunkt hinaus, wo dann gerade die Arbeit dafür eben geleistet war. Aber Energiespeicher, ne? Ein Energiespeicher. Energiespeicher, genau, ja, wie ein Energiespeicher, genau, das ist ein toller Begriff dafür. Aber wie mit so vielen anderen Dingen haben Menschen eben auch schon die Möglichkeiten gefunden, Missbrauch zu treiben. Man kann etwas zum Positiven einsetzen, um die Energien sinnvoll, positiv aufbauend zu nutzen. Man kann sie aber auch störend, negativ einsetzen, wie zum Beispiel ein Küchenmesser. Ein Küchenmesser kann man wunderbar benutzen, um irgendwelche Bestandteile, die man für die Nahrung nicht haben möchte, zu entfernen. Oder jemanden Also umzubringen, ne? zum Beispiel die Kartoffeln schälen oder den Brokkoli klein schneiden oder so. Man kann mit dem Küchenmesser aber auch ein Menschenmassakrieren. Das geht auch. Je nachdem, ob jemand jetzt also etwas Positives, Schöpferisches, Aufbauendes, Nutzbringendes betätigen sich möchte oder ja, fehlgeleitet ist von irgendwelchen Problemen. Ja, also steht es in unserer Verantwortung, ne? Also deshalb brauchen wir ein besonderes Bewusstsein
So wie ich das schon herausgearbeitet habe die letzten Wochen und Monate, wir brauchen bestimmtes Bewusstsein, um das wirklich für den Menschen und für die Natur sinnvoll anzuwenden, das Geld, ne? Ja, richtig, genau. Dafür brauchen wir vielleicht das Bewusstsein, dass wir alle aus diesem einen einzigen schöpferischen Gedanken herstammen, der uns diese Verantwortung übertragen hat, selbst nun es zu erkennen, diese schöpferische Kraft und Fähigkeit, die in uns verankert ist, und sie auch entsprechend einzusetzen. Und die Legende überliefert uns auch das Problem an der Geschichte, als nämlich der Zweifel seine Tätigkeit aufnahm, beziehungsweise in das Spiel kam. Der Zweifel, der da als Gegner des schöpferischen Gedankens auftrat, der dann bezeichnet wird als Widersacher, als Teufel, als Satan oder was auch immer. Das heißt also, die Kraft, die versucht zu zerstören, die alles versucht in Zweifel zu ziehen, ins Negative. Und die Legende berichtet nun darüber, dass dieser Kampf vom Anbeginn an sich fast ereignete. Und der schöpferische Gedanke dann aber versuchte, eine Lösung für dieses Problem zu finden, indem er dann einen Pakt einging mit dem, wie man auch sagt, mit dem gefallenen Engel, mit dem, der da als Satan bezeichnet wird, und sagte: Pass auf, lass uns doch ein Abkommen treffen. Wir machen einen Wettbewerb. Wer von uns beiden die besseren Argumente dann vorweisen kann nach einem bestimmten festgelegten Zeitabschnitt, dem wird dann eben der Endsieg und die Herrschaft und so weiter obliegen. Und der andere wird sich dann eben unterwerfen und ergeben. Bist du damit einverstanden? Fragte er den gefallenen Engel. Ja, sagte er, okay, das ist doch eine Überlegung wert. Lass uns das auf 3000 Jahre oder irgendwie so etwas Ähnliches, war das mal in dieser Legende so bezeichnet worden, begrenzen. Gesagt, getan, sie schlossen ihren Bund oder ihren Pakt, ihre Abmachung. Und wer war er? Und Wer war er? Der eine war der gefallene Engel und der andere? Ahura Mazda, der schöpferische Gedanke, und Angromeinius, der gefallene Engel oder der Widersacher, der Gedanke des Zerstörens. Diese beiden Kräfte, die da im Widerstreit liegen, und die findet man ja auch gespiegelt in all den Märchen und Erzählungen, Geschichten und Legenden, die nun in millionenfacher Variation immer wieder durch die Menschheit tradiert werden. Nur dass der Ursprung, der allgemeine alte Ursprung, eigentlich kaum bekannt ist. Und so hat Ahura Mazda, der schaffende schöpferische Gedanke, hat nach dem Eingehen dieses Paktes, hat er ein Mantra gesprochen mit einer besonderen Form von Schwingungen, die dabei erzeugt werden. Eine sogenannte Art Schutzgebet oder Schutzmantra. Das ist seit ungefähr 10.000 Jahren, wird das also überliefert in der Mazdasnan Lebenskunde oder ja, Wissenskunde. Das ist dieser Spruch mit den Lauten Yata, Ahu Vairyo und so weiter. Und nachdem er dieses Mantra intoniert hatte, es also zum Schwingen gebracht hatte, erzeugte es so eine große Wirkung, dass der böse Geist, wie ich ihn jetzt einfach vereinfacht nur darstellen möchte oder benennen möchte, Angromeinius, in einen koma-ähnlichen Tiefschlaf verfiel und nichts mehr ausrichten konnte für einen Zeitraum von den ersten 3000 Jahren. Das war die Zeitspanne, die der schöpferische Gedanke nämlich noch brauchte, um die Schaffensperiode abzuschließen, also die Welt und das Weltendasein, das Universum fertigzustellen und die Schöpfung gewissermaßen zu vollziehen.
Und nach diesen 3000 Jahren erwachte dann der böse Gedanke und begann nun sein Gegenwerk in Gang zu setzen. Er war nicht in der Lage, selbst etwas zu produzieren, zu erschaffen, sondern nur Trugbilder und Zweifel und Schattengebilde zu erzeugen und Gespenster und was eben so dargestellt wird, auch in so vielen, unglaublich vielen Horrorgeschichten. Das heißt also Gestalten, die dann als Trugbilder die Erzeugnisse, die Lebewesen des Schöpfers in Angst und Schrecken versetzen konnten und ihnen Angst einjagen konnten. Wie dann zum Beispiel, jetzt haben wir in der Geschichte, haben wir viele Vergleichsmöglichkeiten. Seit ungefähr 2000 Jahren haben wir eine Institution, die nennt sich Kirche. Die hat 1700 Jahre den Menschen Angst erzeugt. Immer wieder die Angstschiene benutzt, um Menschen über diese Angst zu zwingen, irgendetwas zu tun, was sie natürlicherweise niemals machen würden. Zum Beispiel an einen Gekreuzigten zu glauben oder Geld zu geben, damit die Seele nach dem Tod dann in den Himmel kommen könne. Also Angst zu erzeugen, insbesondere vor einer Zeitspanne, die uns völlig egal sein kann. Nach unserem Ableben, wenn unser Körper irgendwann mal seinen Dienst aufgibt, wenn wir unseren Körper nicht mehr aufrechterhalten können, ja, sowas kommt vor. Das passiert seit langer Zeit immer wieder regelmäßig, dass Menschen versterben, ihren Körper eben aufgeben und die Seele auf der Energieebene dann eben weiter existiert. Aber genau dieser Übergang vor dem Ableben und die Zeit danach hat diese kirchliche Institution den Leuten so eine abgrundtiefe Angst erzeugt, dass sie bereit waren, ihre Seele zu verkaufen, alles zu tun, nur damit sie einen Fürsprecher bekommen, damit eben die Seele nach dem Ableben keinen Schaden nimmt oder ins Himmel vielleicht oder nicht ins Fegefeuer oder in die Hölle kommen muss und so weiter. So, das ist eine Institution, die hat also die Angstschiene benutzt. Jetzt haben wir gerade jüngst die neue Herausgabe dieses Systems erlebt. Corona-Zeit, Angst vor unsichtbaren Wesenheiten, die die ganze Welt eben umbringen wollen, Coronaviren. Und von dieser Angst getrieben wurden so viele Menschen eben übertölpelt, also ihrer eigenen Urteilsfähigkeit beraubt und dann in ein Handeln getrieben, was überhaupt nicht zusammenpasst mit Natur, mit und so weiter. Und jetzt haben wir zwei weitere Angstszenarien, die uns gerade in der Öffentlichkeit die ganze Menschheit in Angst und Schrecken versetzen. Der Krieg mit dem Osten, mit dem bösen Feind mal wieder im Osten. Ganz, ganz böse Menschen, die da alle sind und alle getrieben werden, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und die Wahrheit dahinter, die sich da verbirgt, wird so gut verschleiert und versteckt, dass wir also nicht wirklich erkennen, dass es da also die Mächte aus dem Westen sind, die da versuchen, die Welt im Osten zu spalten und uns natürlich insbesondere einzunehmen und unsere Gelder dafür zu verwenden, zu verschwenden, und so weiter und so fort. Das ist das eine Problem und das andere Problem, was uns dann Menschheit, die ganze Menschheit dann betrifft und weltweit in Angst und Schrecken versetzt, das ist, ach, das ist dieser schlimme Klimawandel. Ah. Dass wir jetzt endlich keine Eiszeit mehr haben und uns eigentlich darüber freuen dürfen, dass wir hier nicht unter einer 100 Meter dicken Eisschicht sitzen müssen, um unsere Konferenz abzuhalten, sondern dass wir auf einer auftauenden Erde uns wieder befinden. Das ist eigentlich etwas sehr Schönes, aber es wird uns Angst gemacht. Und wir werden dafür
bestraft mit Strafgeldern. Denn ha, die Abgabe von CO2 wird uns seit 20 Jahren besteuert. Die Abgabe von CO2 ist lebensnotwendig. Wenn wir CO2 aus dem Körper nicht rausschaffen, dann verrecken wir. Dann gibt es erstmal böshafte Erscheinungen, Krankheiten, Unwohlsein, fängt es erstmal mit an. Leistungsschwäche, Müdigkeit, das sind die ersten kleinen Anzeichen, wenn wir zu viel CO2 in uns haben. Und wenn wir das CO2 wieder schaffen, rauszubringen, dann können wir weiterhin fit bleiben, können unsere Arbeit verrichten, können uns des Lebens erfreuen und so weiter. Aber wir müssen dafür Steuern zahlen für die Abgabe von CO2. Und unser Klima hat nichts zu tun mit CO2. Das ist also die große Klimalüge, die uns da verkauft wird, mit der uns Angst geredet wird. Ängste ohne Ende. So, es ist eine Frage, wie kommt ein Mensch da heraus aus diesem Angstdenken? Und das war im Anklang ja schon auch die erste Frage oder beziehungsweise in diese Fragestellung hinein möchte ich gerne so einen Ansatz einer Möglichkeit mal aufzeigen. Wenn wir den Atem verlängern, das ist die erste Notwendigkeit, um nämlich unsere CO2-Steuer dann eben auch nutzbringend bedienen und uns wieder frisch zu machen und frei. Und dann müssen wir den Atem aber auch noch lernen, in einen Rhythmus zu bringen. Wir müssen lernen, einen Rhythmus zu finden, wie er uns von der Natur her eine Möglichkeit hergibt, diesen Rhythmus zu nutzen, um unser Nervensystem weiterzuentwickeln und einen Ausgleich herbeizuführen zwischen rechter und linker Hirnhälfte. Ich denke mal, ihr wisst selber auch, habt das bestimmt selber schon mal öfter gehört. Der Mann denkt mehr mit der einen Gehirnhälfte und die Frau mehr mit der anderen. Welches ist die richtige Gehirnhälfte? Scherzfrage. Natürlich ist die Notwendigkeit in dieser Fragestellung schon gleich erkennbar. Es muss ein Ausgleich zwischen beiden Hirnhälften erfolgen, sodass Mann und Frau lernen, sich auch gegenseitig besser zu verstehen und ein Ausgleich und ein Austausch besser möglich wird und dass diese scheinbaren Unterschiede zu einem Miteinander, zu einem Verständnis führen können. Und dieser Ausgleich zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte, der wird möglich mit Hilfe des rhythmischen Atmens, die sogenannte erste rhythmische Atemübung, wie sie von Masdasnan seit 10.000 Jahren überliefert wird. Also 7 Sekunden ein, 7 Sekunden aus und das Ganze dreimal täglich für eine Zeitspanne, sagen wir mal, für die nächsten 200, 300 Jahre. Und ist da Hört sich gut an. noch eine Pause irgendwie zwischen oder ist das wirklich ein- und ausfließen? Ja, sehr gute Frage, genau. Es sollte in einer wellenförmigen Form erfolgen, das Einatmen und das Ausatmen mit einem Gedankenstrich einer Pause. Das heißt also, die Pause ist nur so ein gefühlter kurzer Moment. Ich hoffe, das kann ich damit verständlich machen. Aber sie ist Es ist also kein so strammes, schematisches Zählen, sondern mehr ein gefühlsmäßiges, wellenförmiges Atmen. Ich möchte das mal versuchen zu demonstrieren, diese Ein- und die Ausatmung. Und es dabei natürlich jetzt etwas zu übertreiben und um es hörbar zu machen, dass wir also dieses Verständnis dafür dann aber entwickeln. Es muss mehr gefühlsmäßig erfolgen und nicht in dieser Form diese übertriebene Form der Staccato-Atmung sein, sondern ein, atmen, vier, fünf, sechs, sieben, aus, atmen, vier, fünf, sechs, sieben. Und dabei hört ihr jetzt, dass es eben nicht legato in einer gebundenen Form erfolgt, sondern so sanfte, wellenförmige Ein- und Ausatmungszüge,
die im Nervensystem dann besondere Wirkungen erzeugen. Nämlich in den Nervenknoten entsteht elektrische Spannung als Folge der Atmung. Und wenn das über diesen Zeitraum in diesen Rhythmus gebracht wird, hat das eine Auswirkung auf das zentrale Nervensystem im Kopf. Und nun sollten wir uns das mal biologisch, physiologisch mal genauer betrachten. Wir haben im Kopf das sogenannte Großhirn, das Kleinhirn. Das ist das, was wir so allgemein als Gehirn bezeichnen. Darüber hinaus aber haben wir vom Nervensystem her noch zwei weitere ganz wichtige Nervenzentren oder Zonen, die ich persönlich als Gehirne bezeichne. Wir haben ein zweites Gehirn, das nenne ich das spinale Nerv im Rückenmark. Und das dritte Gehirn, wie ich das so bezeichne, das ist das Bauchhirn. Es gibt viele Menschen, die sprechen so vom Bauchgefühl und so weiter. Und dieses Bauchhirn, das Nervengeflecht in der Bauchhöhle, welches dort den gesamten Raum durchzieht und die ganzen Verdauungsorgane natürlich versorgt mit Nervenanbindung und so weiter. Und die Zentrale des Bauchhirns, das ist der Solarplexus, das Sonnengeflecht, welches sich im Bereich unterhalb des Magens befindet. Und immer dann, wenn jemand mal zum Beispiel so wie so eine Art Verhärtung dort spürt, wenn jemand davon spricht, dass ihm ein Stein im Magen liegt oder sowas ähnliches, dann handelt es sich dort um eine Verspannung, die entstanden ist, weil das Sonnengeflecht überfordert wurde von den Ereignissen, die da vorausgegangen sind. Wahrscheinlich eine zu schwere Mahlzeit oder aber natürlich auch gefühlsmäßig ein Zustand, in dem man gekommen ist, wo einem plötzlich ist, wie ein Stein im Magen dann liegt, eine Verspannung dort spürbar wird. Das kennt ihr und weiß im Grunde genommen jeder Mensch irgendwo so unbewusst. So, und das ist das, was ich das dritte Gehirn nenne, das Bauchhirn. Und das steht natürlich in einer Verbindung mit dem Groß- und Kleinhirn. Und das spinale Nerv, das ist dasjenige, was das Rückenmark ausmacht, das die Versorgung aller Systeme erzeugt, was also die Verbindung zum Bewegungsapparat herstellt, die Verbindung zu den inneren Organen, die Verbindung zum Großhirn, Kleinhirn und so weiter. Und tja, nun, man kann aus Beobachtungen, hat man schon herausgefunden, ein Mensch kann sehr gut ohne Großhirn leben. Da gibt es also genügend Musterbeispiele. In der aktuellen Politik zum Beispiel gibt es also viele Ministerposten und Vorsitzende, von denen kann man tatsächlich sagen, sie kommen sehr gut ohne Großhirn aus. Sie vegetieren und erzeugen irgendwelchen Schwachsinn und machen natürlich dem Volk großen Ärger dadurch. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Früher hat man solche Menschen weggesperrt in sogenannten Irrenanstalten, um die Menschheit vor Schaden zu bewahren. Heute werden sie zu Ministerposten befördert. Das sind Menschen ohne Großhirnfähigkeiten. Aber ein Mensch kann ohne das spinale Nerv, ohne das Rückenmark, keine Minute überleben. Weil, auch das weiß man aus Erfahrung, wenn Verletzungen vorliegen, die zum Beispiel zu einer Schädigung des Rückenmarks führen, mit einer Durchtrennung der Rückenmarksnerven, dann kommt es zu sogenannten Querschnittslähmungen und die da angeschlossenen Organe und Gliedmaßen und so weiter sind zu nichts mehr in der Lage, sind nicht mehr fähig, in Gebrauch genommen zu werden. Das heißt also, das Rückenmark ist eine unglaublich wichtige Instanz in unserem Nervensystem. Und nun kommt die Atmung hinzu in der Betrachtung aus der Mastersner Atemkunde, die seit ungefähr 10.000 Jahren übertragen, ja, genau, überliefert wird. Und die uns da
Anweisung gibt und Anleitung, wie nun mit dem Rhythmus in der Atmung diese Nervensysteme zu einem Zusammenspiel gebracht werden, der harmonischer erfolgen kann, als es von Natur aus üblich ist oder als es eben jetzt so im Tagesalltag erstmal sich von alleine einstellt. Denn von alleine geschieht nicht viel, sondern erst dann, wenn eine schöpferische Kraft ihre Fähigkeiten nutzt und einsetzt und zum Beispiel diese Nervenverbindungen zwischen Großhirn, Kleinhirn, Rückenmark und Bauchhirn zu einem Angleichung, zu einem Austausch vermittelt. Und das ist gerade das Ergebnis dann von diesem 7 Sekunden Rhythmusatmen, Atem. Wenn diese Übung praktiziert wird und wir lernen, nicht nur die Ausatmung zu verlängern, um uns einfach von belastenden Stoffwechselprodukten zu befreien, das Nervensystem also von Reizstoffen zu befreien, sondern dann auch noch die rhythmische Atmung verwenden, um eine Sammlung zu erzeugen, eine Konzentration, eine Kräftesammlung, dann kann diese Kräftesammlung dazu beitragen, dass allmählich mit immer wiederkehrender Folge, immer wiederkehrender Übung, immer wiederkehrenden Trainingsergebnisses dann allmählich eine Vermehrung von neuronalen Vernetzungen erfolgt. Das heißt also, das ist ja das, was in den ersten 3 Lebensjahren eines Menschen die schwierigste und großartigste Entwicklungsgeschichte überhaupt ist. In den ersten 3 Lebensjahren eines Menschen entwickelt sich der größte Teil der neuronalen Vernetzung, wo alles sich im Grunde genommen bildet, was unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten betrifft. Das geschieht als normale Entwicklung. Aber, und da ist nun das große Besondere daran, diese Entwicklung, die in diesen ersten Lebensmonaten und Jahren eines Menschen vorkommt oder sich abspielt, ist vorgegeben vom Atemrhythmus, den die Mutter bei der Empfängnis auf das neu entwickelte Leben übertragen hat. Der Atemrhythmus und die Atemlänge, die eine werdende Mutter in dem Moment, den wir als den Moment der Empfängnis bezeichnen, wo also Ei und Samenzelle zu einer Verschmelzung kommen, das nennt man ja dann die Empfängnis, da wo der göttliche Funke eingeladen wird, diese befruchtete Eizelle zu besiedeln, sich eine neue Wohnung zu suchen, einen Körper sich aufzubauen, wo dieser göttliche Funke in diese befruchtete Eizelle einzieht, die ist dann von dieser Atemlänge der Mutter zunächst erstmal begrenzt. Das heißt also, die Entwicklungsmöglichkeit ist begrenzt, zunächst auf den Entwicklungsspielraum, den die Atemlänge vorgibt. Die Atemlänge der Mutter zum Zeitpunkt der Empfängnis. Wenn es also ein kurzer, hastiger Atem war, dann ist es ein kurzer, hastiger Atemrhythmus, der dann den Menschen prägt, mit einer kurzen, hastigen Entwicklungsperiode, die nicht so viele Entwicklungsmöglichkeiten dann mehr weiter beinhaltet, bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser übertragene und angeborene Mutteratem bewusst erweitert wird, verlängert wird und in den 7 Sekunden Entwicklungsatem überführt wird. Dann beginnt die Entwicklung über das vorgegebene Maß darüber hinaus einen weiteren Entwicklungsraum sich zu erschließen. Und das ist dasjenige, was Masdasna an uns überliefern möchte und erkennbar machen möchte. Es geht nicht nur darum, einfach Krankheiten zu behandeln, zu überwinden und
wieder gut essen zu können. Essen und trinken und feiern und so weiter. Es geht doch um so viel mehr. Es geht doch darum, dass viel mehr Menschen das Potenzial in sich verbergen oder in sich tragen, diese schöpferischen Fähigkeiten, die da latent vorhanden sind, auszubauen und weiter nutzbar zu machen, damit wir endlich in der Menschheit irgendwann den Zustand dieses Gut und Böses überwinden und endlich das schöpferische Potenzial lernen zu nutzen. Und der Atem ist im Prinzip der Schlüssel für unser schöpferisches Potenzial. Und du hattest ja, Die Erweiterung. ich habe so eine kleine Broschüre, so habe ich dich eigentlich kennengelernt. Also ich kenne dich ja schon von Florian Sauer und da habe ich ganz viel über Ernährung gehört, aber dieser Atem, das ist mir durch diese Broschüre, die ich erhalten habe, in die Hände gekommen. Da stand nämlich Erfolg durch Atem drauf. Ja. Und das im Prinzip, und als ich das aufgeschlagen habe, da stand eben, dass der, der den längsten Atem hat, seine Ziele erreicht. Und dass das so ein Schlüssel ist. Aber das ist jetzt nochmal eine ganz neue Bewusstwerdung für mich, dass wir durch den Atem im Prinzip in dem Bewusstwerdungsprozess ja, uns einbringen können. Dass wir wirklich durch den Atem lernen, schöpferisch, also als Schöpfer uns auch wahrzunehmen, durch den Ja, längeren Atmen und durch den Rhythmus. genauso. Ja, genau das ist es, dass wir selbst, dass wir dieses Erkennen dann haben, dass wir ja dieses göttliche Prinzip in uns tragen, in der fünften Herzkammer, das, wie es Meister Jesu vor 2000 Jahren ungefähr ausdrückte, wisset ihr denn nicht, dass ihr seid Gott und Gottes? Das heißt also, was er damit ausdrücken wollte, dass jeder einzelne Mensch dieses göttliche Prinzip in sich hat, also selbst Teil dieser insgesamt gesehenen Gottheit sich verstehen darf. Das Göttliche also, das Schöpferische, das immer wieder weiteres Neues produziert und Schaffende, das ist alles in uns drin enthalten. Und Erfolg durch Atem habe ich die Broschüre deswegen genannt, als ich die zusammenstellte, vor vielen, vielen Jahren schon, um gewissermaßen damit so ein bisschen auch wiederzuspiegeln, wie ich das selbst erlebt habe. Ich habe diese Dinge, das Wissen um Mastasnan, um die Überlieferungen, die Mastasnan Lebenskunde, Gesundheitskunde, Atemkunde, Ernährungskunde und so weiter, das habe ich in eine Wiege gelegt bekommen und habe das also gewissermaßen in der Kindheit schon in mich aufgenommen, habe das die ganzen Schriften gelesen. Meine Eltern und Großeltern haben uns da mit, wie soll ich sagen, traut und ist uns mitgegeben auf den Weg. Aber ich muss dazu sagen, ein Mensch, der es nicht selbst praktiziert, kann es nicht wirklich auch erfahren und erfassen. Und so habe ich das zwar von gewusst, auch in der Kindheit, in der Jugendzeit, im Zeitalter des Heranwachsens und Schule und Studium und so weiter. Auch und das fand ich auch alles ganz interessant und fand ich auch toll, war auch interessant, das eben zu vertiefen. Aber ich selber suchte nach einer Möglichkeit, meine eigenen Fähigkeiten auch irgendwie sinnvoll für eine Lebenskarriere einsetzen zu können und war eine längere Zeit, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf einer Orientierungsphase. Und ohne dass ich wusste, wohin mein Weg eigentlich jemals führen könnte. Wie vielen Und von uns das so geht, ne? ja, genau, deswegen möchte ich das genau mal deutlich hervorheben, Ja. dass ich da also selbst meine eigenen Selbstbeobachtungen auch gemacht habe. Und erst als ich dann mir einen Entschluss fasste und sagte, Scheiße, das ist ja toll, dass es sowas alles gibt, aber ich muss wahrscheinlich selbst anfangen. Und dann begann ich irgendwann diese Atemübungen für mich regelmäßig und systematisch zu praktizieren. Dreimal täglich, 3 Minuten, diese erste rhythmische Atemübung zu machen. Und von diesem Moment erst an begann sich meine
Phase dieser Orientierungslosigkeit zu verändern in eine Richtung, wo ich dann endlich einen Weg fand und mich konsolidierte und endlich Fuß fassen konnte im Leben. Das war so gewissermaßen der Schlüssel. Und deswegen erfolgt durch Atem. Ja, lieber Martin, kannst du dir vorstellen, dass wir zusammen mal ein Live machen, um wichtigste Atemübungen, gerade wenn es darum geht, die eigene Schöpferkraft zu erwachen und den eigenen Lebensweg zu gehen, mit der eigenen, ich weiß nicht, ob du mit Bestimmung, ob das du so dein, ob das dir zu groß ist, das Wort, aber schon diese Richtung, warum bin ich hier auf dieser Welt? Was ist meine Aufgabe hier? Und da einen Zugang zu finden, weil das ist für mich zum Beispiel Erfolg, dass ich endlich weiß, womit ich mein Gefäß füllen kann, ja, meine Familie unterstützen kann und rausgehen kann in die Welt. Und so viele Menschen da draußen haben da ja ein Bedürfnis für. Wir sind ja vom Grunde her, wollen wir ja wirklich unseren Fähigkeiten ja leben, ja, weil uns das ja glücklich macht. Und dass wir da einfach mal so anfangen, gemeinsam vielleicht so eine Dreiviertelstunde, eine Stunde mal zusammen zu atmen. Hast du da Lust? Ich weiß, Zeit ist nicht so bei dir, aber dass wir da mal so ein Zeitfenster finden, dass wir das meiner Community anbieten können. Sehr gerne. Ich danke dir für diese Frage, für diese Zielrichtung. Das ist genau dasjenige, was mir auch am Herzen liegt. Und dafür nehme ich mir gerne die Zeit. Das ist genau der wichtigste Punkt, dass diese Möglichkeiten gefunden werden für alle Menschen, die selber gerne ihre Bestimmung suchen oder auf der Suche danach sind und Fragen in dieser Richtung haben. Genau das ist die Möglichkeit, mit Hilfe dieser Atemübungen dann sich allmählich zu erschließen. Wobei ich nur einschränkend sagen möchte, na, es ist zu negativ, wenn ich jetzt sage einschränkend, sondern man muss dabei eben bedenken, das braucht ein paar Tage Entwicklungszeit. Es braucht ein paar Tage des Praktizierens, des Anwendens und der Geduld mit sich selbst und die Geduld auch mit anderen, die Geduld auch mit den Mitmenschen. Und auch auf diesem Wege, wenn jemand beginnt, sich auf diesen Weg zu begeben, bedarf es eben auch des milden Verständnisses, dass die Mitmenschen, mit denen man bisher zu tun hatte, dass die Empfindungen und die Gedanken sich allmählich etwas wandeln. Man hat irgendwann mit den früheren Lebensgefährten oder Mitwanderern auf diesem Weg hat man weniger zu tun und einige verlassen den Dunstkreis, beziehungsweise man hat sich selbst herausbewegt aus diesem Dunstkreis. Wie heißt es nämlich so schön? Wer auf der Reise zu den Sternen ist, wird nicht sehr viele Reisebegleiter finden. Ja, vielen Dank, Martin. Das macht uns Mut, weil wir beobachten das ja schon, ne? Dass Menschen gehen, auch ganz gehen, ja. Von dieser Welt gibt es bei mir auch und uns im Umfeld sehr viele. Und das ist einfach, dass wir unseren Weg gehen und dass es wieder sich neue Gemeinschaften auch bilden werden. Und Genau. wichtig ist auch da die Gesundheit in die Fülle mitzunehmen. Und das ist so, weil unser Körper, finde ich, das ist das, was, ja, was wir nicht vergessen dürfen, was uns ja gegeben ist auf dieser Welt. Ne? Damit lernen wir zu fühlen und ja, und das zu sorgen, darum zu Ja. sorgen. Und das ist so wichtig. Und deshalb nochmal diese Mastersnan-Lehre hat mir einfach so, hat mich wieder so erinnert, was sich gut anfühlt, wo ich mich wohlfühle. So das alte Wissen kehrt irgendwie zurück oder das war noch nie weg. Und bei dir war es ja wirklich so, das ist schon deine Eltern oder deine Mutter hat das gegründet. Mit deiner Oma habe ich das so gesehen. Ne? Diese Arbeitsgemeinschaft, die machst du ja auch auf dem Weg. Eigentlich von Spenden, ne? Das kommt mir, oder das ist mir aus einer Herzensangelegenheit. Und deshalb werde ich auch unter dem Video alles verlinken. Es gibt bei dir einen Shop, da, also das zum Beispiel war mein Weihnachtsgeschenk. Ich habe mir hier, hast ja gesehen, ein schönes großes Paket bestellt und haben wir das ja
gepackt. Es sind wirklich Herzensprodukte. Und Ja. ja, das werde ich alles verlinken. Du arbeitest eigentlich nur auf Spendenbasis, ne, soweit ich weiß. Beziehungsweise die Produkte vom Shop haben natürlich einen ganz normalen Ja, Preis, ne? also ehrenamtlich. Das heißt also, wenn jemand Beratung sich wünscht, Gespräch, gesundheitliche Tipps und so weiter, das mache ich alles ehrenamtlich. Da nehme ich kein Geld für. Und diesen Luxus kann ich mir erlauben und leisten, weil wir natürlich dadurch, dass ich diesen Versand habe mit ein paar guten Pflegemitteln, Hilfsmitteln, Produkten und so weiter, da bleibt immer mal ein Euro über und das reicht mir aus. Dadurch kann ich diesen Luxus mir erlauben, auch diese Seminare ehrenamtlich zu machen. Gut, wenn dann natürlich mal eine Spende gegeben wird, bin ich da nicht unempfänglich, will ich jetzt also nicht weiter abstreiten, aber ich bin Gott sei Dank nicht darauf angewiesen, Ja. sondern kann das also ganz frei halten von materiellen Forderungen und materiellen Gelüsten. Denn das ist ein Luxus wirklich, den wir uns erarbeiten müssen, dass wir frei werden von diesem zwanghaften materiellen Denken. Ja, das finde ich so wertvoll. Und ich kann den Shop sehr empfehlen, weil es sind keine überteuerten Preise und es sind echt Produkte, die man nirgendwo anders mehr findet. Also schmückert da mal rein. Vielen lieben Dank, lieber Martin, für das wunderbare Interview. Wir machen gleich einen Termin aus. Das wird so vielleicht die 3. Januarwoche sein, haben wir so angepeilt. Ne? Wir gucken nochmal genau Ja, gerne. hin. Vielen lieben Dank für das wundervolle Interview. Und dann genau, einen schönen zweiten Feiertag, ne? Wünschen wir noch. Ich danke ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch eben. Ich wusste nicht, worauf ich eigentlich mich einlasse, aber ich bin sehr angetan jetzt und freue mich über diese Zielrichtung. Und da bleiben wir jetzt dann in Kontakt und werden schauen, dass wir dann im Januar dann auch so eine Live-Sitzung dann eben machen können. Ja, vielen Dank. Dann freuen wir uns schon. Alles klar. Ich melde mich per E-Mail bei dir. Per E-Mail, per Telefon, per WhatsApp. Aber ich habe noch nicht deine Handynummer. Also, ich bin über diese normale Lichtweg-Hotline-Nummer auf Stumm. WhatsApp erreichbar. Ach echt? Das ist aber die Ja, ganz ja. normale Nummer. Also die Also 0. Ja.050676362 läuft auch auf WhatsApp. Ach super, dann mache ich das. Okay. Okay, super. Dann schöne Grüße an Johannes. Der hat das ja richtig schön eingefädelt mit uns. Ja, 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 richtig. Hat schon gut funktioniert, die Genau. Kontakt, Sache. Prima.